Guten Tag, der Uwe aus Thailand. Willkommen in unserer Shopping-Tour. Shopping-Tour heute? Eigentlich nicht, ne? Wir machen also heute, ja, Shopping ist klar, natürlich werden wir runterfahren nach Sakonakorn. Also wir fahren heute wieder in die Stadt runter. Das Wichtigste, was wir tun müssen heute, ist erstmal Immigration. Und zwar geht es ja noch vom letzten Mal, wo wir bei der Polizei waren, wegen Anmeldung vom Töchterchen. Das müssen wir jetzt ja richtig machen bei der Immigration. Da das Papier abgeben und dass alles seine Richtigkeit hat. Ne? Das müssen wir heute machen. Punkt Nummer 1. Dann müsste eigentlich heute mein Visa fertig sein zum Abholen. Datum ist der heute und dann müsste das heute nochmal fertig sein. Auch noch abholen, den Stempel. Dann mein Mitsubishi. Der macht Geräusche. We go to the der fängt an zu singen. Ja gut, ist mit der Keilriemen. Der Keilriemen dreht durch da, ne? Und ich habe auch keinen Bock, das unterzulegen, ehrlich. Da ohne Hebebühne zu arbeiten, das mache ich auch nicht mehr. Das macht auch keinen Bock mehr und ach, scheißegal, ihr geht dann. Ne? Sollen sie gleich mal jetzt einen neuen draufschmeißen da, der ist auch schon wieder 50.000 drauf. Der dreht durch, der pfeift ab und an. Das machen wir heute noch. Und Makro, ne? Mhm. Makro. Tierarzt? Auch noch was, ne? Tierarzt, ja, schon ein bisschen. Medizin holen für die kleinen Racker. Und das ist eigentlich so die Planung heute. Nicht Medizin, nur Fragen. Nur Fragen, gut. Ja. Ich glaube, der gibt ja gleich wieder Medizin mit. Macht nichts. Und dann natürlich was essen gehen hier. Töchterchen isst gerne auch die Nudelsuppe. Und dann werden wir so dann mal ein bisschen heute in. Wie sagt man? Thai-Shop ausführen, ne? Ja, ja. Lässt der Papa noch mal einen springen hier, du willst richtig. Richtig hier. Tag der offenen Hose heute hier. Nudelsuppe 40 Watt. Ja, richtig, du. Ne, also, das machen wir heute. Und ich würde sagen, lass uns mal anfangen mit der Immigration, wa? Das ist das Wichtigste. Lass uns mal die Papierkram fertig haben, alles andere ist nicht so wichtig. Ne? Also ab und an pfeift der geile Riemen, Keilriemen. Ne? Ab und an pfeift er. Nicht so wichtig, erstmal Papier machen. Also auf geht's. Guten Morgen, wie geht's? Hallo. Endlich frittierte Bananen, oder? Ja. Hat schon so lange gewartet. In Bangkok schon gesucht, nicht gefunden. Endlich wieder frittiert. Vielleicht noch ein bisschen Hähnchenspieß zum Frühstück. Ich finde, es sieht immer echt gut aus, aber ich habe immer so Angst, dass ich eine Scheißerei habe. Deswegen kann ich das nicht essen. Also einmal auch gehabt, ja. Aber hier nicht, das war in Pattaya irgendwo. Aber egal, heute gibt es frittierte Bananen. Wir müssen ja was für unsere Linie tun. Danke. Oh, ist das schön. Heiß. Ja, klar sind die heiß. Sind ja frisch. Frisch gemacht hier. Hier, der Stand ist hier, ne? Ich habe schon mal jetzt gezeigt hier. Gerade wenn du reinkommst hier, geht's nach Kunakorn. Du kommst hier rein, hier Hauptstraße rein. Ist nach Kunakorn. Gleich hier an der Hauptstraße. Also wirklich lecker, wirklich gut. Aloy Magma. Weiterfahren. Machen wir erstmal geschwind Anmeldung machen hier. Das Horn aus dem Schneider ist hier. Dass alles seine Richtigkeit hat hier von wegen mit Anmelden halt von den Gästen. Ne? Immigration hinter mir. Gehen wir jetzt gleich rein. Erstmal, nee, du bist ja verantwortlich. Ne? Für die Anmeldung ist ja deine Sache. Töchterchen muss eigentlich gar nicht mit. Ne? Das ist alles nur Sache von mir. Eigentümerin jetzt von der Übernachtungsmöglichkeit da, die muss dafür sorgen, dass sie angemeldet ist. Ne? Mhm. Aber ich muss ja eh rein hier für meinen Dame. Egal, gehen wir mal rein. Gut, schon fertig. Einmal rein, gar nicht warten. Ist alles leer drin. Ne? Und Stempel drin jetzt. Er sagt also Strafe.
wäre dann ab 2000 Baht und dann aufwärts dann da. Ne? Also vielleicht doch mit 20.000, wenn du es halt öfters machst, ich habe keine Ahnung. Also ab 2000 Baht wäre dann für Horn die Strafe dann. Ne? Also mein Visa noch nicht fertig. Heute ist ja Stichtag, aber er sagte, komm heute Nachmittag nochmal wieder oder was. Ne? Naja gut, also weiter geht's. Also, meine Werkstatt des Vertrauens. Die machen das mal eben geschwind dann da. Ne? Das dürfte nicht das Problem sein da, weil die haben sonst bei mir alles immer Witz gemacht. Und da fahren wir mal geschwind eben rein hier. Cockpit war das, ne? Ja, Cockpit, ja. Ja. Also, die machen das eigentlich normalerweise dann da. Ne? Ja, hat er. Hat er. Und natürlich ohne Termin, ist ja klar, ne? Ist ja klar, ne? Schmecken wir eben hinfahren hier. Und schmecken eben durch. Okay. So, jetzt waren wir in der Werkstatt meines Vertrauens da. Und der sagt da, nö. Da gehen wir nicht ran an den geilen Riemen hier, das machen wir nicht. Wir machen nur Bremse und Fahrwerk und so, das machen wir. Und gehen wir da woanders hin, sagt er hier, 500 Meter weiter da, der macht das dann. Dann waren wir dort gewesen und der macht aber nur Motorenumbau, also Schlachten dann, ne? Macht er dann. Also auch nicht und jetzt fahren wir nach einer anderen Werkstatt hin. Und die sollen das dann machen. Ja, wir könnten auch nach Mitsubishi die, dorthin fahren, ne? Gut, direkt. Aber Mitsubishi ist mir zu teuer. Nicht so teuer, muss ein Termin. Termin. Auch noch Termin machen? Ja. Das kenne ich ja gar nicht, sowas in Thailand. Nö, also gehen wir lieber mal noch woanders dahin. Und wenn das dann heute nicht klappt, dann machen wir es dann einen anderen Tag. Und gerade eben Immigration angerufen, jetzt ist das Visa da, jetzt kann ich wieder abholen. Gerade eben. Ja toll, halbe Stunde später. Na, also dann fahren wir da auch noch gleich wieder hin. Menschenskind aber auch da. Was für ein Stress. Ja, und dann noch einkaufen auch noch. Und zu essen auch noch. Hundeshop hat er auf jetzt hier? Ja. Sicher. Ja, ja, das ist schön. Dann kann ich auch gleich stehen bleiben hier. Tierarzt. Bei Leu. Hier soll die andere Werkstatt sein? Ja. Er hat gesagt, ein Kreuzung da. Ich weiß nicht, wohin. Damba. Kam, oder was? Kam. Ich weiß, wo da vorne ist jetzt Isuzu. Da wollen wir aber nicht hin. Ukam, nee. Dann weiß ich nicht, Ukam. Hier war das doch, oder? Nein. Hat nicht mehr. Ukam. Weil das so schwierig ist, hätte ich auch nicht gedacht, du. Kann nicht so schwer sein, wa? Mach den Scheiß doch auch noch selber, du. Mal. Nee, nee, es ist so. Isuzu, Ukam. Hier ist keine Autowerkstatt. Hier, Werkstatt, Ukam. Nee, nicht Ukam. Hat nicht gefunden. Dann. Weißt du was? Jetzt fahren wir nach Mitsubishi. Jetzt habe ich die Faxen dicke. Jetzt fahren wir nach Mitsubishi. So, sind jetzt doch bei Mitsubishi gelandet. Und der nette Herr nimmt den Wagen jetzt mit. Kallriemen tauschen, jawohl, schwind eben da.
die Brust. Jackpot! Oh, das ist aber ein schöner Wartesaal hier, wa? So, dann werden die Preise bestimmt auch schön werden. Für Kalim tauschen bestimmt hier. Na ja, scheißegal. Ich habe gefragt, ich darf aufnehmen, selbstverständlich, ne? Oh, hier wird ja richtig was geboten hier, du. Mit, was gibt's hier? Saft? Saft, Kaffee, nächste. Tee auch? Töchterchen bekommt endlich mal ihren Tee. Nee, ich wär so nee doch nicht, nein, doch nicht. Aber oh, das ist ja richtig, richtig modern hier, du. Sag, was kostet es, was? Nix. Nix? Sauft euch die Hucke voll hier, scheißegal hier. Das wird aber teurer, Karim, du. Nein, ja, gut, egal. Oh, hat auch Gebäck. Vorhin hat auch Gebäck. Entweder wollt ihr Changbier? Nee, Winnie. Changbier? Hongtong? Hongtong? Das haben natürlich nie gesagt. Schade, ne? Das ist ja. Ja, ein bisschen früh, ne? 10 Uhr wäre ein bisschen früh jetzt hier, ne? Ja, da steht mein Panzerle da. Steht er doch hier. Gleich gemacht hier. Brauchst keinen Termin machen, Porn, ne? Zack, hin und fertig. Schön. So, willkommen in der kleinen Teerunde hier. Kleine Kaffeerunde. Das musste ja indirekt, musste das ja alles bezahlen, ist ja klar, ne? Ja, allein? Schon fertig. Schon fertig? Ja. So, dann bin ich ja mal gespannt. So, Jungs. Auto ist fertig. Was kostet? Nein, wie noch nicht. Es sind Kaffee fertig. Ich habe noch nicht mal meinen Kuchen fertig, Kaffee noch nicht mehr getrunken. Jetzt kommt die Rechnung. Sitzt hier schon, was das kostet jetzt? Kostet nichts. Service von Mitsubishi. Was? Ja! Service von Mitsubishi, alles frei. Kaffee, Kuchen und Autoreparatur, alles frei. Mitsubishi. Super, ne? Also, die haben den dann doch nur mit nachgezogen da und dann war es gut dann da. Ne? Also, Kalrin meint, er kann es noch mit drauf lassen. Der sieht noch gut aus und ist mir das auch recht. Ne? Ich hätte gesagt, sonst macht das Ding gleich neu da. Aber macht okay. Gut, jetzt war's. Ich habe doch nicht mein Kaffee auf, du. Ey. Guck mal, der ist noch heiß. Das ging da ratzifatzi hier, du. Das ist immer noch heiß. Das ging wirklich ganz, ganz schnell. Mitsubishi Sakuna Kon. Ich kriege da jetzt keine Werbung für. Ne? Ich kriege da jetzt nichts für bezahlt, dass ich jetzt sage, hier toll oder so. Ne? Aber es wirklich war, ich habe jetzt hier nichts bezahlt, nur Kaffee, Kuchen frei. Und echt war wirklich. Prost. Wie wäre das jetzt in Deutschland? Gerade beim Daimler. Ich bin ja auch einmal gefahren, dann, es war ja also dermaßen arrogante Werkstätten, muss ich sagen. Wirklich war arrogant. Ich habe beim Daimler geschafft, 32 Jahre. Aber die Autowerkstätten fand ich immer höchst arrogant. Aber wie wäre das jetzt in Deutschland, wenn du da jetzt hinfährst, dann da, sagst hier, guck mal nach hier, Auto quietscht dann da, ne, und guckst du mal. So, gibt es das dafür frei? Nee. Nicht beim Daimler, auf keinen Fall. Wir haben den Wagen hier nicht gekauft. Ne? Das ist also jetzt ein fremdes Auto. Wir waren einmal hier, wegen den Monitor, ne? Dem Kamera. Ja, wegen dem jetzt Monitor. Und da hatten sie dann den Original da und der war ja auch sehr, sehr, sehr teuer. Da habe ich ein Zubehör jetzt gekauft, Monitor von. Ich glaube, vom Ali war es sogar dann da. Also hier war ich jetzt eigentlich noch nicht Kunde, ne, muss ich sagen. Ja. Aber trotzdem hier wirklich alles für frei. Ich glaube, das wirst du in Deutschland bei Daimler nicht bekommen. Ne. Prost! Gut, also das haben wir fertig. Dann können wir gleich hier nochmal hinfahren und holen meine mein Visa ab.
Fahren wir da nochmal hin? Ist ja von Mitsubishi dann um die Ecke hier. Gleich nochmal hinfahren. Und das Teil abholen, ne? Bezahlt ist ja schon alles. Visa-Gebühr für ein Jahr 1900 Baht. Gell? Ja. Richtig. 1900 Baht muss bezahlen. Aber diesmal waren sie echt lange, du musst ich echt sagen. Du, ne? Bis auf den letzten Tag. Du. Bis auf den letzten Tag. Du. Hier vorne gleich rein hier. Noch nicht. Noch ein bisschen weiter. Hm. Bisschen weiter, weiter, weiter. Hier, Leute arbeiten, oder? Ja, hier, diese Säule. Ja. Diese Säule. Und diese Seite. Ja. Schön. Dann so gut, jetzt parken. Noch gut, ich fahre rein, oder? Also, fertig, abgeholt, Stempel drin. Ein Jahr wieder Ruhe und nächstes Jahr. Was ist das denn für ein Geräusch hier? Das ist ja fui, ist das ja. Ja, die Klimaanlage ist zu kalt, sagt sie immer. Also, im April, dann wieder antanzen und dann wieder die ganzen Papiere nochmal von vorne machen. Dasselbe dann jedes Jahr von Neuem dann. Also, jetzt 90-Tage-Meldung dann von dem Tag, wo wir letztes Mal hier waren, also von heute. Dann 90 Tage später kommst du nochmal. Oh, ich noch Musik drauf. Ist so misslich. Also, dann kommst du dann da nochmal wieder in 90 Tage. Ab Datum heute, wo wir schon mal hier waren. Und dann zählt das von da ab. Gut, ich glaube, das war es alles jetzt zum Thema Visa, oder? Ja. Weiter geht's. Marco? Nein, meine vermutete Blumentopf. Ach, Blumentopf. Ganz große Blumentopf. Ja, diese Shop billig. Billig, gut und billig. Das ist immer das Allerwichtigste. Gut und billig. Also, Blumentopf kaufen. Oh ja, wir brauchen ja einige, ne? Jetzt für die Foliere. Ja. Brauchen wir einige jetzt. Ja. Na gut, also warte mal gucken, hier kommt noch ein Moped hier. Bitte. So, hier müssen wir auch noch hin. Thai Bakanchi Wit. Topf, der Topfmann. Ja. Da müssen wir auch noch rein hier. Moment, warte ich. Ich drehe noch eben um. Zum Topfmann hier. Wichtig hier, also. Dann, wenn gerade auch in Markt, vom Sekundenkornmarkt normaler morgen, dann hier morgen, die hier ja, Elektrik, genau. Dann wir müssen umdrehen. Immer noch Sekundenkorn City, hier, der macht, glaube ich, nur diese Töpfe hier, ne? Was er hat hier? Und da haben wir schon ein paar Mal gekauft hier. Man sagt, die sind billig hier, alle Größen da, ne? Was du hast hier. So ein paar dicke Pötte hier, du. Hm? So ein paar dicke Pötte, du, hier. Hm? Diese 600 Baht, ganz rot. Diese hier? Ja. 600, der ist ja billig. Normalerweise, wir haben gekauft, 250, jetzt mit 300 Baht. Nein! 50 Baht mehr. 50 Baht mehr. Ja, ich werde bekloppt. Da ist ja Wucher. Also diese jetzt 300 Baht. Ja, ich habe gekauft 250 vom Anfang. Jetzt 300 Baht. Ja. Da mehr gut, 600 Baht. Aha. Und welche willst du haben? 300 Baht. 300 Baht diese hier. Mach nochmal für die Seite hier. Jetzt kann man besser sehen. So, ah, jetzt ja. Diese. 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 Diese kostet auch für 300? Eine ist ganz gut. 200. 200. 300.
300. Up to you. Ich habe natürlich gefragt, ob ich aufnehmen darf. Ne? Mache ich immer, also macht euch keine Sorgen, der Uwe macht das korrekt hier. Ne? Also, einladen bitte. Da müssen wir einkaufen, ne? Denkt an Porn, ja? Ja, der Shop. Jetzt, wo ist denn dieser Shop hier? Wo ist denn der? Kann ich das jetzt erklären? Kann ich das jetzt erklären? Ja klar, das Ding bin groß. Schau mal. Ein Kumpode mit Löcher. Ton, ne? Schwer auch die Dinger durch. Berlin hat anders Kopf. Ich frage schon, wie viel Uhr? 450 Bar. In einen anderen Shop? Dieser Shop, mehr billig. Ja. Ja, kann ich das jetzt erklären? Also hier Altstadt, sag ich mal, Sakuna Korn. Hier. Ja, gut, jetzt kann ich die Telefonnummer dran hier. Ne? Ja. Da lang. Kofferraum voll. Schön. Viel einkaufen ist heute nicht, du. Ah, Kofferraum ist wieder voll hier. Hallo, Herzen. Na gut. Suppe essen. Und zwar Thai-Suppe, ist ja klar, ne? Nudelsuppe essen. Und da werde ich heute im Töchterchen mal ein super Lokal empfehlen hier. Das ist genau hier an der Kreuzung. Warte mal. Gleich nach dem Makro. Da. Na? Aber da kannst du gut Suppe essen, dann da wirklich einmal frei dann. Ne? Da schmeckt's gut. Hast du schon Hunger? Ja. Töchterchen? Natürlich, also los. Suppe. So, erstmal Nudelsuppe essen hier. Jetzt pass auf. Ah, die kommt schon. Die kommt schon hier. Ja, aber schnell, jetzt zack, zack, zügig hier. Oh, hallo Magma. Oh. So, jetzt pass auf. Jetzt hat Töchterchen erstmal wegen dem Rotz hier ganz automatisch erstmal einen Corona-Test verlangt. Wie macht man das in Deutschland? Ich habe das noch niemals live gesehen, echt wahr. Ich habe auch noch niemals einen selber jetzt gesehen. Müsst ihr euch mal überlegen. Ich weiß nicht, wie viele Corona-Tests ich schon gemacht habe. Ich habe noch nicht einen gemacht. Vorhin du schon mal? Nein, gar nicht. Nee, ne? In meiner Leben. Nee. In meiner Covid 2 Jahre. Ja, echt gut. Jetzt hat die also wirklich erstmal den guten Test gemacht dann da und sie hat den Rotz, ja, aber hat kein Corona. Ich hatte aber schon mal Corona, deswegen. Wann hatten wir schon mal sowas gehabt? So was hatten wir nicht gehabt, gell? Wir essen immer gesund Mangos und Papaya und Gemüse und Chili und wann haben wir noch Leckeres hier? Gebärlauch, Knoblauch und hier alles dann da. Also sowas haben wir nicht, ne? Chili, genau. Alles gut gegen Corona. Also jetzt brauchen wir alles nicht. Lass es dir schmecken, davon wirst du wieder gesund. Ja. Muss ein bisschen Chili, dann merke ich. Richtig, hau mal ein paar Chilis rein hier. So, Makro. Unser Stammkaufhaus. Oh, die ist schon weg. Der ist schon, oh ja, komplett weg, du. Oh, da war so. Ui, was ist denn? Ui. Was ist das los? Parken. Natürlich, Makro einkaufen ist ja klar. Was hast du denn da gekauft, Malaika? Was ist das denn? Das war nicht ich. Was ist das? Das war der Herr Uwe. Das kann überhaupt nicht sein. 6 Stück kaufen. Nein, 12 Stück kaufen, 6 Stück bezahlen. Donuts, 180 Watt. War natürlich dabei, ist ja klar. Ne, hier. So. Jetzt mal dein Fazit. Was hältst du denn von dem Makro, von der Fleischabteilung?
kenne es ja schon. Also da. Guck hier. Halt da drauf. Ich guck ja. Ich glaube, da möchte man doch lieber vegetarisch werden. Was ist das für ein Hund? Ja, aber das sieht ja für den Menschen genauso aus. Ja und? Ja, wie heute ohne Bier? Was ist das denn? Tatsächlich heute. Ich hab sogar noch Bier da. Auto voll. Schön. Okay. Donut nicht vergessen. Wegzehrung. Mit Kokos. Mit Kokos, echt. Lecker. Ganz frisch. Wegzehrung. Haben noch einen weiten Weg vor uns, ne? Klar, ne? Und vor allen Dingen immer daran denken, 6000 Kalorien wollen am Tag zugeführt werden. Ne? Das braucht man ja schon. Ne? Also, ich würde sagen, das war's für heute. Shopping und Fresstour in Sagunacorn. Alles erreicht, was wir schaffen wollten. Bauch ist voll und alle glücklich. Also jetzt nach Hause fahren, Hunde warten schon und immer daran denken, teilen, liken, kommentieren, abonnieren. Der Uwe und die Porn und die Malaika aus Thailand. Und jetzt muss ich hier stoppen, weil da kommt Gegenverkehr. Also, das war's für heute und tschüssle. Ciao. Abo hier, da, unten rechts Abo drücken. Nicht vergessen. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, Glocke aktivieren. Seid immer auf dem Laufenden, was es hier Leckeres zu essen gibt. Und tschüssle. Tschüss. Fang gut rein, gut check und subscribe, gut die Dange, ne, ka. Wir sind gelang zu sein, gab Uwe und Porn und Malaika, ka. Khob kun, ka. Tschüssle, ha, badele, sehr gut, a wieder ruhig und friedi. Und tschüssle. Ui, von da kommt rein, ne. Und Regen kommt gleich. Ganz dunkel. Sonne und Geräte kommen rein. Also, lecker. Tschüss.